I have something important to show you. Meet me in Marshall, and be careful on your way here. Hang in there. I'm coming to you now. Sooner you're here, the better. So, und damit willkommen zu einer neuen Session hier bei State of Decay 2 mit Heartland. Warum packt er die Autos da überall woanders hin langsam? Also. Verstehe ich nicht. Aber zum Glück sind sie halt nicht weit weg. Die Frage ist jetzt, sollen wir hier wirklich. Ups. Dahin cruisen? Ich würde auch mal gern zu den Wildkernsens, oder wie auch immer die heißen, einfach mal hincruisen. Nehme ich noch jemanden mit. Hi Keisha. You wanna give me some help for a sec? Lead the way. Hi Keisha. Okay. Hier bricht mal wieder eine Frau im Team, ne? Kofferraum ist leer, sehr schön. Okay, dann gucken wir uns da mal um. Einfach weil ich neugierig bin, wie es da jetzt aussieht und ob die noch da sind. Weil theoretisch war ja die Bude zerstört. Careful, Zed nearby. So, ich bin noch nicht vorbei. Nee, nee, nee. Upsi. Papa used to call me his inside child. My sister was a nature girl. And my brother was always doing sports. But with a blanket and a laptop, I could go anywhere, see anything, and talk to anybody. Who needs dirt, right? Hey there, neighbor. You mind swinging by and helping me out for a bit? Was mich jetzt so ein bisschen irritiert, wenn man jetzt die Häuser durchsucht, sieht man halt die erste Xbox und Röhrenmonitore. Ich meine, Laptops gab's da auch, aber sie ist ja auf jeden Fall Ü18, würde ich mal schätzen. Und wenn sie dann von ihrer Kindheit redet. Ich weiß ja nicht. So, erstmal den kleinen. Okay, das Haus sieht noch nicht zerstört aus. Stimmt, das ist ja auch erst auf der Kampagnenkarte passiert, ne? Better give it one more hit. Better than nothing. Jo, Munition wäre noch nice. Ich denke mal, die werden uns edlich attackieren. Schrauben, okay. Das hat ja gut geklappt. Yeah.
Zum Glück kommt die Horde da gerade nicht klar. Na komm, nehmen wir es mal mit. Yes, darauf habe ich gehofft. I can't carry that much. Hi, Keisha. That's pretty heavy. Oh, das Licht ging aus. Warum sind denn hier so viele kaputte Dinger? Kaputte Hütchen. Wasserkühler aktiviert. That's pretty heavy. Sehe ich denn jetzt theoretisch was dann? Ich sehe nicht, dass ich was drin gelassen habe. Das ist blöde. Jo, geil. Langsam habe ich das Gefühl, die spawnen einfach in unserer Nähe. Ja, dann kann ich die große Hütte jetzt erstmal außer Acht lassen, würde ich sagen. Die Horde ist natürlich auch noch da. Jetzt können wir hier hochgehen. Das war bestimmt mal ein schönes Häuschen. Häuschen von den Häuschen. Oh, ist doch schon kaputt hier. Aber die wohnen da noch drinne? Okay.
Wohin führt denn der Weg hier? Ach, okay. Ich klau mal einmal Benzin. Hey, Kiesche? Woher wissen die, wie ich heiße? Achso, das war ja die von, ja, alles klar. You have anything you want to trade? Yeah, why not? Kann man ihn hoch? Ach, guck an. Oh, das geht sogar noch weiter hoch. Ah, nee, schade. If we don't have building materials, our home is gonna fall apart. Nun gut, also die wohnen noch hier. Wundert mich, dass bis auf diese eine Verteidigungssache, dass die noch nicht weiter eine Rolle gespielt haben. Ach Mann. I need a break. I gotta rest. Okay. Careful around that screamer. Was war das denn bitte? Ah, das stopft natürlich da auch noch rum. Dann verkrümel ich mich lieber. Jo, das ist aber echt noch nicht weit gekommen. So, ist die Frage, nehmen wir diese eine Mission jetzt hier... Oh! Das ist ja gleich nebenan. Was ist das hier? Vorratsbesorgung, ach so. You aren't looking for me, are you?
I left a package for you guys. Dead in multiple directions. Gut. Oh. Dann machen wir hier erstmal wieder ein Päuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denn.